willkommen zum heutigen Kiko Crawling. Wir freuen uns schon sehr auf euch und ich entschuldige mich, letzten Monat hatte ich leider keine Zeit, ein Kiko Crawling zu machen, weil ich hatte Geburtstag. Ja, das ist was Schönes und ich habe einen Luftballon von diesem Geburtstag noch da und ja, du willst den Luftballon haben? Nein, das ist mein Luftballon. Was ist denn das jetzt wieder? Das ist ein Luftballon, du, der geht kaputt, wenn wir da dran ziehen, ne? Oh, hä? Oh, das hat geschnallt, hä? Du, hä? Ja, das ist, du sagst, es ist gemein. Warum? Ich höre schließlich meinen Luftballon. Ja, du hast recht, ich bin viel stärker als du. Aber du hast für einen Moment den Luftballon gehabt. Ein starker Rabe. Aber ich bin nicht so begeistert, wenn du mir den Luftballon klaust. Heute geht es um einen, der auch gestritten hat, aber nicht um einen Luftballon, sondern um etwas viel Größeres, um den Segen. Um Jakob, der sogar mit Gott gerungen hat. Lassen wir uns von der Geschichte überraschen, aber wir beginnen zunächst einmal mit Katrin. Wir sind beisammen, im Namen Gottes. Er ist immer bei uns und passt auf uns auf. Im Namen Jesu Christi. Er begleitet uns auf all unseren Wegen. Im Namen des Heiligen Geistes. Er stärkt uns den Rücken. Ja, Gott stärkt uns den Rücken. Das ist gut so. Aber manchmal, da schaffen wir es auch, obwohl Gott uns den Rücken stärkt und wir eigentlich alle nur dankbar sein müssten, einem anderen weh zu tun. Dazu hören wir jetzt ein Gebet. Guter Gott, manchmal tun wir anderen weh. Wir verletzen sie mit Worten oder Gesten. Und wir wissen nicht, wie wir das wieder gut machen können. Gott, hilf uns dabei, dass wir dann die richtigen Worte finden, um uns wieder versöhnen zu können. Herr, erbarme dich. In dieser Situation ist Jakob, als er allein mit Gott ist. Wir hören zunächst das Lied zu Jakob, bevor wir seine Geschichte hören. Deine schwachen Augen hast du erkannt. Deine Schwachheit hast du erkannt. Jakob, in dunkler Nacht, deine Gott, den lässt du nicht los. Deine Gott, den lässt du nicht los. Jakob allein mit Gott. Wie es dazu kam und was danach geschah, ist eine längere Geschichte. Wir sehen sie in Bildern heute. Die Geschichte von Jakob und Esau. Isaak war mit Rebekka verheiratet. Sie hatte einen dicken Bauch, denn sie erwartete Zwillinge. Zwillinge, das bedeutet zwei Babys. Als sie geboren wurden, erkannte Rebekka, dass beide Kinder ganz unterschiedlich aussahen. Den Erstgeborenen nannte sie Esau. Er hatte viele Haare am Körper. Jakob wurde als Zweiter geboren und hatte eine glatte Haut. Beide sahen nicht nur unterschiedlich aus, sie waren auch ganz unterschiedlich. Rebekka mochte Jakob lieber, während Isaak seinen erstgeborenen Sohn Esau bevorzugte. Als der Vater Isaak alt wurde, belog Jakob den Vater. Er spielte ihm vor, dass er Esau sei, um den besonderen erstgeborenen Segen von seinem Vater zu erhalten, der eigentlich für Esau gedacht war. Diese List hatte sich Rebekka für ihren Lieblingssohn ausgedacht.
Aus Angst vor dem Zorn seines Bruders ging Jakob fort. Er wollte sich in einem anderen Land eine Frau suchen. Auf dem Weg hielt er Ausschau nach einem Schlafplatz. Er legte seinen Kopf auf einen Stein und hatte in dieser Nacht einen ganz besonderen Traum. Er träumte von einer sehr langen Leiter, die bis in den Himmel hinaufreichte. Und darauf sah er Engel herauf und heruntersteigen. Dann hörte Jakob die Stimme Gottes, die zu ihm sprach: Ich gehe mit dir, ich begleite dich. Du wirst viele Kinder bekommen und ich werde dich hierher zurückführen. Viele Jahre vergingen, Jakob heiratete, bekam Kinder und besaß große Viehherden. Eines Tages verspürte er den Wunsch, wieder in sein altes Land zurückzukehren. Er hatte Angst vor der Begegnung mit dem Bruder Esau, aber er machte sich auf den Weg. In der letzten Nacht vor seiner Begegnung mit Esau mussten er und seine Familie noch einen Fluss überqueren. Alle anderen hatten den Fluss schon überquert, nur Jakob nicht. Da stellte sich ihm plötzlich jemand entgegen und begann einen Kampf mit ihm. Bis zum Morgen kämpften und rangen Jakob und der Fremde miteinander. Aber der Fremde konnte Jakob nicht niederwerfen. Er versetzte ihm nur einen Schlag, der Jakob hinken ließ. Zuletzt segnete der Fremde Jakob und ließ ihn los. So wollte es Gott. Die Sonne ging auf und Jakob überquerte hinkend den Fluss. Voll Bangen sah er seinen Bruder Esau auf sich zukommen. Siebenmal verneigte sich Jakob vor Esau. Da öffnete Esau für Jakob seine Arme. Und Jakob ließ sich von Esau, der ihm längst verziehen hatte, umarmen. Und jetzt passierte etwas im Herzen von Jakob. Es wurde ganz leicht und groß, denn Vergebung befreit. Jakob konnte sich endlich wieder ohne Angst und Schuldgefühle mit seinem ganzen Herzen für den Bruder öffnen. Das Böse zwischen ihnen war verschwunden und der Segen Gottes konnte sich ausbreiten. Streiten. Manchmal kann man ja auch lustig streiten. Aber an sich ist bei jedem Streit es so, dass keiner Gewinner und keiner Verlierer ist, sondern alle irgendwo verlieren und alle ein bisschen gewinnen. Davon gibt es jetzt ein Spiel, das Melanie aufgenommen hat. Das heutige Thema ist Kampf. Heute dabei sind Naira, Mara, Manoa und Benaya. Was fällt euch zum Thema Kampf ein? Hauen und Beinstellen. Ja, das sind alles Sachen, die zum Kämpfen gehören, genau. Wir machen aber einen friedlichen Kampf heute. Dazu brauchen wir Tücher. Und diese Tücher müsst ihr fangen. Jetzt hat jedes Kind zwei Tücher. Die Mädels haben graue Tücher, die Jungs haben blaue Tücher. Das Ziel von diesem Kampf ist, dem anderen Team die Tücher zu klauen und seine eigenen zu verteidigen. Jetzt müssen die Teams mal auseinandergehen. Da hinten steht das blaue Team und hier steht das graue Team. Gewinner ist das Team, das dem anderen Team alle Tücher geklaut hat. Auf die Plätze, fertig, los! So. Ja. Wer hat die meisten Tücher? Wir haben 3, 4. Okay, 4. Super. Also hat das blaue Team gewonnen. 4. Die Jungs haben gewonnen. Yeah. Jetzt sagen wir noch Tschüss. 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 Wir haben gewonnen. Yeah. Wir bitten darum, dass es uns gelingt, Versöhnung zu leben. Gott, es ist nicht leicht, sich nach einem Streit wieder zu vertragen. Aber es tut gut, wenn alles wieder gut ist. Es wird uns dann ganz leicht ums Herz
Und manchmal verstehen wir auch gar nicht mehr, warum wir uns gestritten haben. Oder warum es uns so schwer gefallen ist, uns wieder zu versöhnen. Gib uns den Mut, nach einem Streit den ersten Schritt zu tun. Gib uns den Mut, uns miteinander ehrlich auszusprechen. Gib uns die Kraft, einander nichts nachzutragen. Gib uns die Kraft, einander zu verzeihen. Schenke uns dazu deinen Segen. Amen. Wir hören nun den zweiten Teil des Liedes vom Beginn. Es hört hier nicht auf damit, dass Jakob allein mit Gott ist, sondern er schafft es, mit Esau sich zu versöhnen. Wir bitten darum, dass Gott uns segnet. Lieber Gott, nach einem schweren Kampf hast du Jakob gesegnet. Das hat sein Leben verändert. Er hat einen neuen Namen bekommen. Und mit deinem Segen, Gott, ist sein Leben gelungen. Wir bitten dich heute um deinen lieben Segen, lieber Gott. Segne alle, die allein sind. Segne alle, die krank sind. Segne alle, die sich fürchten. Segne alle, die traurig sind. Und hilf uns, dass wir deinen Segen sprechen und ihn weitergeben können. So segne uns alle, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mit diesem Krabbelgottesdienst oder Kiko Crawling verabschieden wir uns von euch. Es hat Spaß gemacht mit euch und wir werden sehen, wir ziehen demnächst um, ob wir dort auch nochmal einen Kiko Crawling gründen können. Ja, Rudi möchte das, aber mal gucken, was wir zwei dann im neuen Ort machen. Ich finde es schön, dass wir mit einem Gottesdienst zur Versöhnung hier, hinter mir ist die Versöhnungskirche, die Reihe beenden und wünsche allen, die uns zugeschaut haben, wirklich Glück und Segen auf ihrer Lebensreise.